Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Heute wollen Lea und ich euch mal zeigen, wie man einen rohen Rote-Bete-Salat macht. Dazu habe ich natürlich rohe Rote-Bete in der Hand und Handschuhe, weil Rote-Bete färbt. Lasst uns doch einfach mal anfangen. Viel Spaß dabei! Für den rohen Rote-Bete-Salat, ein sehr schönes Wort, braucht man natürlich 3 rote Beete, roh, 3 Äpfel, wir brauchen saure Sahne, 200 Gramm, wir haben 30 Gramm Sonnenblumenkerne, 30 Gramm Walnusskerne, wir brauchen ungefähr 1 Esslöffel Zitronensaft, eine Bio-Zitrone, dann kann ich auch gleich die Schale nutzen. Dann brauche ich Zucker, Pfeffer und Salz zum Abschmecken. Das ist alles. Ich schneide als erst den Kopf ab und fange dann an, wie beim Apfel, schön vorsichtig rund zu schälen. Keine Angst, es muss nicht dünn ab. Sie ist ein bisschen unförmig, aber das ist normal bei Rote Beete. Beim Grillen im Sommer schmeckt es perfekt dazu. Gesund ohne Ende. Und guckst du, habe ich gleich fertig. Dann können wir die erste Runde pürieren. Alles sauber? Ja. Sieht sie nicht einfach nur schön aus von innen? Ich liebe Rote Beete. So, die Rote Beete habe ich soweit klein geschnitten, in Stücke, die in den Häcksler passen. Jetzt fangen wir mit den Apfel an zu schälen. Schneiden die Haut ab. Und dann schneiden wir den Kern raus und dann schneiden wir den auch in Stücke. Damit wir gleich alles zusammen mischen können. Man muss ja nicht alles wegtun. Was isst denn du da jetzt vom Apfel? Nur die Schale. Wie sonst im Müll wandern würde. Stecke ich mir ab und zu zwischendurch mal gerne in den Mund. Ich viertel ihn und dann kann ich das Kerngehäuse rausschneiden. So geht das einfacher. Jetzt wird es gleich laut, ich häcksel jetzt alles kaputt. Das dauert 2-3 Sekunden, Minuten und dann ist alles gut. Dann können wir weitermachen. So, ich werde laut. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ihr hört mich noch oder muss ich lauter reden? Es war ja nun ein wenig laut geworden. Oben sind natürlich nicht alle Stücke ganz durchgedrückt worden. Das blieb aber nicht aus, weil zwischen den Messern und dem Einfülldings ist ja ein bisschen Platz. Jetzt nehme ich einen Löffel dazu. Nehmen ihn aus der Arretierung. Ihr seht jetzt schon, wie schön klein es geworden ist. Ich muss einmal eben ein bisschen für mich aufräumen. Ich packe alles schön in die Spüle, damit meine Frau das gleich auch schön abwaschen kann. Ich weiß, ich bin gemein. Und ich bin froh, dass Kerstin das nicht gehört hat.
Ich hoffe, das war nur ein Joke. Jetzt kommen die Sonnenblumenkerne. Dann die Walnusskerne. Obwohl, da würde ich gerne, wie ihr jetzt sehen könnt, ein bisschen klein machen. Man kann es in einen Beutel tun und draufhauen oder mit einer Küchenrolle, wo ich immer abends mit verhauen werde, wenn ich nach Hause komme. Obwohl, ist hier Corona, ich darf gar nicht raus. Jetzt tun wir die saure Sahne damit zu. Entschuldigung. Und verrühren das jetzt erstmal ein bisschen. So, das sieht schon nach was aus. Und jetzt kommt ein bisschen Zitronensaft dazu. Eine Bio-Zitrone abgewaschen. Ich reiße jetzt die Zesten runter. Die friere ich dann ein. Dann kann ich mir die Zesten so aus dem Kühltruhe holen und ins Essen tun. Und da drüber streuen. Das ist ein Zestenreißer. Und der ist eben, wie gesagt, gut, um diese Zesten, man sieht es schön hier, runterzuziehen. Sie geben mehr Geschmack am Essen als die Zitrone selber, die Säure, die da rausgepresst wird gleich. Es ist immer schön, wenn man sie hat. Und ihr habt vielleicht auch schon, wenn ihr an mein Frühstück denkt, was ich mir mache, da benutze ich sie ja auch mit drin. Die Zesten habe ich weggebracht. Jetzt schneide ich die Zitrone durch. Und presse den Saft daraus. Mach den Deckel ab. Pack ihn auch in eine Spüle, wo ich nachher sauber machen muss. Jetzt nehme ich meine 2 Esslöffel Zitronensaft rein. Der Rest bleibt noch eben hier zum Würzen vielleicht hinterher. Und ihr kennt das schon, was hat Hardy hier schon mal mitgemacht? Mit der Zitrone? Er packt sie mit in den Geschirrspüler. Das gibt einen schönen Aroma da drin. Ja. Erwischt. Da ist aber echt gemein gewesen. Knickel 3 Gramm im Mund, da spricht man nicht mehr. Hm. Ich würze das jetzt mit Zucker. Hardy, mit vollem Mund spricht man nicht. Ich kann aber keine Gebärdensprache. Mit Salz und Pfeffer. Rühre das schön um. Und probiere es dann. Und dann müsst ihr selber wissen, wie viel Zucker, wie viel Salz. Ich finde Mengenangaben da etwas problematisch, weil jeder hat einen anderen Geschmack in der Richtung. Ich habe das Gefühl, da dürfte noch ein bisschen von Zitronen da rein. Ich muss jetzt aufpassen, Salz hätte ich noch reingetan. Und vielleicht noch ein bisschen Pfeffer. Zucker, glaube ich, reicht schon. Man sieht auch schon, auch durch das Salz und Pfeffer und den Zucker, er wird etwas feuchter, klatschiger. Ist das nicht schön? Guckt euch das an. So, jetzt sind wir auch schon fast fertig. Wir haben ihn einen Augenblick gehen lassen, ziehen lassen. Richte ihn gleich etwas schöner an. Und zwar, damit das auch optisch ein bisschen was bringt, packen wir das wie die Italiener das machen, mal etwas anders an. Obwohl, ich glaube, ich kann das nicht. Ja, funktioniert nicht. Ich mache das lieber so. Ein paar Sonnenblumenkerne mit drauf. Wie gesagt, man kann es auch wie ein Italiener machen. Aber das wird nichts. So, nun setze ich mich damit am Tisch und mit meiner Lea und dann werden wir das probieren. Es ist sehr schön, dass ihr dabei geblieben seid, auch wenn ihr zwischendurch vielleicht nichts mehr hören konntet. Ich freue mich riesig, das gleich zu essen und dass Lea das probieren kann. Und wenn ihr damit zufrieden seid, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert mich und Lea natürlich, Entschuldigung, der Esel geht voran, abonniert Lea und mich. Wir würden uns tierisch freuen über eine Antwort, wie es gewesen ist, wie was passiert ist. Einfach nachmachen. Bis dann. Tschüss. Und nochmal nur ein kleiner Beweis, natürlich macht Hardy sauber und ich helfe ihm gleich. Natürlich war ich sauber. Ich hab's dreckig gemacht, war ich sauber.